In einer Blitzabstimmung wurde beschlossen, dass die Meldeämter in Deutschland die Daten ihrer Einwohner an Unternehmen weitergeben dürfen. Wir fragen heute mal, was die Münsteraner dazu meinen. Das finde ich unmöglich. Okay. Ja. Alles Privatsphäre und darf nie weitergegeben werden. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich eigentlich nicht so gut, aber ich habe mich da so wenig informiert, ich kann da leider nichts drüber sagen. Tut mir leid. Das ist eine absolute Sauerei für mich. Ich habe mir da ehrlich gesagt noch gar keine Meinung zu gebildet, weil ich mich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt habe. Häufig hat man das Problem, dass man sich irgendwo anmeldet und die Daten werden dann weitergegeben. Das ist schon schlimm genug, aber wenn man das jetzt nicht mehr selber beeinflussen kann, finde ich das überhaupt nicht gut. Aber ganz ohne geht's nicht. Wir müssen unsere Daten offenlegen. Wenn wir in einer Gemeinschaft wohnen, geht's nun mal nicht anders. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Wo soll denn da der Datenschutz noch hinführen? Also das ist ja Big Brother live. Das ist nicht gut, weil eigentlich vom Gesetz her geregelt ist, dass die das nicht dürfen. Und ich finde es nicht in Ordnung. Ja, ganz eindeutig ist das Meinungsbild der Münsteraner nicht. Viele sagen aber doch, dass sie das Vorgehen der Einwohnermeldeämter nicht so ganz in Ordnung finden. Und hier fängt es jetzt auch an zu regnen und ich glaube, wir machen mal Feierabend. Beste Dönerbude in Deutschland. Dogfight. Du nimmst auf, oder?